Ninja Attack. Squam! Ninja! Nein. Oh Gott. Ich bin... Oh nein. Jawohl, ich wollte schon gerade sagen. Ich bin wahrscheinlich der erfolgloseste... Ich habe mich selbst getötet. Der erfolgloseste Ninja ever. Moin Leute, wir slurren mal wieder ein bisschen in Sachen Happy Wheels durch die Gegend. Und zwar mit ein paar Leveln aus dem Internet. Was haben wir im Angebot? Zum Beispiel ein Bottle Run. Wird gesnackt, sag ich knackig. Wait for screen. Ich habe Angst, da stand irgendwas mit einem Meteor. Das... Okay. Wo ist der Meteor? Oh. Was geht hier ab? Einfach nur ein Bottle... Wow! Schöne Sache. Da war ich gerade so ein bisschen überwältigt von diesen Eindrücken. Aber dass er da in irgendeiner Weise dann diese Meteor-Shenanigans-Sachen eingebaut hat, finde ich Weltklasse. Macht das Ganze auch vor allen Dingen noch umso schwerer. Diesmal werde ich... Aber... Wow! Ey, das ist richtig schwer. Krass. Okay, da müssen wir jetzt... Dieses Wait for Screen nervt mich unheimlich. Ich will nicht warten. Ich bin ein ungeduldiger Let's Player. Wir haben doch keine Zeit. So, komm schon. Und dann den Übergang. Und es dreht sich dann einfach wieder nach vorne. Komm. Jawoll. Richtig cooler Bottle Run. Wow. Oh, also war echt nicht schlecht. Was ist denn hier? Ein Sword Throw? Wieso steht da Knight? Achso. Okay. Change Character. Sollen wir dich nehmen? Okay, du kannst deine Ärmchen auch nicht bewegen. Steht das irgendwo in der Beschreibung? Welchen? Ah, okay. Okay, wir haben niemanden getroffen. Schwa, Nummer 2! Volle Kanne in die Klöten. Schwa! Auch wieder. Da ist der Victory. So mag ich das. So finde ich Sword Throws immer echt nice. Was haben wir denn hier noch? Oh. Wollen wir wieder ein bisschen mit dem BMX-Rad rumfahren? Hattet ihr früher so ein BMX-Rad? Ich war meistens immer der. Jawohl! Der immer nur, in Anführungszeichen, einen Mountainbike hatte, weil BMX fahren die Dinger, die waren ja natürlich, wenn man auch weite Strecken fahren wollte, nicht ganz so praktisch. Muss man ja einfach mal so zugeben. Hulk Smash kennen wir eigentlich auch schon, aber, oh, das ist Paluten Action. Nein, aber nicht spoilern. Paluten Chase Down. Habe ich gerade Paluten Chase Down gesagt? Ich meine eher Cops Chase Down. Ich habe den Anfangstext nicht gelesen, aber unsere Beine sehen aus wie Wiener Würstchen. Wiener Würstchen, die man durch den Fleischwolf gedreht hat, wohl eher. Okay, warte mal, jetzt lass mich mal... Ich sollte vielleicht auch nicht über Minen fahren. Das sollte ich mittlerweile... Nein! Das sollte ich mittlerweile doch eigentlich gelernt haben. Das... Und ich fahre wieder drüber. Ich bin so ein Schamock. So, hier machen wir einen kleinen... Was sind denn das? Was sind denn das für Arrows? Warte mal, jetzt aber mal über die Mine, ganz gekonnt, wie ein junger Hüpfer. Und jetzt. Ey, jetzt mal ehrlich. Das ist doch hier ein abgekadertes Spiel. Wie soll ich denn da rüberkommen? Jetzt. Meine Damen und Herren. Was ist hier. Ne? Was ist hier mit diesem Level los? Ich werde einfach weggebetzt bis zum geht nicht mehr. Hier, jetzt. Jawohl, wir haben es überlebt. Jetzt lebe. Einfach nur durch hier. Komm, mach dir den Weg frei. Bam. Min. Oh, jawohl. Totgeglaubte Leben länger. Und dann haben wir es tatsächlich noch geschafft. Ey, daran habe ich echt nicht mehr geglaubt. My first Harpoon Run. Schauen wir mal, ob wir das nicht gleich bereuen werden. Ich fliege hier, weiß ich, mit der links, rechts. Autsch, autsch, autsch. Der ist in Melone. Melone. Ey, stimmt, wir haben noch Melone im Kühlschrank. Melone im Kühlschrank, das fällt mir gerade mal auf. Alter, da hätte ich jetzt auch richtig Bock drauf. Ich bin nicht gerade ernsthaft zu weit geflogen, oder? Ach, Entschuldigung, ich muss hier durch. Heiß und fertig. Ja, toll. Heiß und fertig von der Harpune. Derbe ins Face. Ich muss hier wirklich mal durch. Ihr habt doch Termine. Ich muss noch zum Schönheitschirurgen. Das war auch mal ein guter Kommentar. Ob jemand hat mich gefragt, ob ich beim Schönheitschirurgen war oder eine OP im Gesicht hatte. Da dachte ich auch so. What? Wie kommt der auf sowas? Ja, also ich lass mir immer gerne mein Gesicht lüften. Das ist so das, wo ich richtig Bock drauf habe. Weißt du, nicht schlecht. So, weg von Gesichtslifting hin zu Really Bad Neighbors. Da gab es doch jetzt, oder gibt es jetzt gerade so aktuell so einen Film, auch mit Bad Neighbors heißt der.
Schleichwerbung. Stimmt. Da hatte auch jemand, weil ich in diesem ein Ankündigungsvideo, nee, in diesem Erklärvideo bezüglich, was mit Varo ist und mit Minecraft Galaxy, welches täglich um 14.30 Uhr erscheint, nur zur Info für euch, meinte der, weil ich Wetter.de erwähnt hatte, Schleichwerbung, Paluten. Und bei solchen Sachen weiß ich immer nicht, soll ich das jetzt ernst nehmen oder macht die Person nur einen Scherz? Weil ich kann euch versichern, ich habe noch nie für irgendeine Marke Product Placement oder sonst was gemacht. Da kann ich euch hoch und heilig schwören. So, was haben wir jetzt hier? Ich finde Wetter.de einfach nur praktisch. Obwohl, die Seite hat sich echt verändert. Die sieht nicht mehr so toll aus wie früher. Es gibt natürlich auch noch Wetter.com und Wetter.org und Wetter.info und Wetter.tv, damit wir mal alle genannt haben. Das machen sie ja im Fernsehen immer. Evil Rope Swing, wenn sie zum Beispiel dann aus Versehen irgendeine Marke sagen, dann sagen sie, ja, es gibt aber die Milch auch noch von der und der Marke. Okay. Evil, Achso, das ist so ein bisschen Trollerlol-mäßig. Aber Moment. Ich wollte gerade sagen, momentan läuft's. Aber. Entschuldigung. Darf ich. Ich muss. Ja, genau. Tu es. Befrei dich, Bro. Befrei dich. Zieh das Stäbchen aus deinem Körper. Jawohl. Okay, hier runter. Zack. Das sieht. Nein, ich wollte schon wieder sagen, das sieht gut aus. Da geht's runter. Da geht's ins gelobte Land. Na komm. Nein! What the freaking Bananarama? Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt mal ehrlich. Das Ding geht kaputt und ich fliege zur Seite? Das sind so Momente, wo ich manchmal gerne anfangen würde zu weinen. Nein. Oder doch? Nein! Verdammt. Oder hier. Entschuldigung. Achso, wir haben den Counter nicht abgewartet. Aber das ist kein Problem. Denn wir sind ja Tutti Frutti. Das Ding! Hilfe! Toll, jetzt falle ich hier wieder runter. Warte mal, vielleicht kann ich mich ja... 3, 2, 1. Zack, so. Jetzt halten wir uns wieder. Hui. Was ist denn da gerade passiert? Warum haben wir nicht... Och nö, och komm. Bitte halt dich fest. Ey, dieses Level. Es heißt zu Recht Evil. Die passieren ganz komisch. So, jetzt warte ich mal die Prinz. Oh, Leute. Da haben wir den Salat. So, go. Zack, festhalten. Richtig schön hier runter. Nein. Okay, das löst sich jetzt, glaube ich, oder? Wann geht's hier runter? Ah, na endlich. Hopp. Perfekt. So. Jetzt müsste das doch... das muss der Victory sein. Okay. Alles cool, jo. So. Jetzt mehr in der Mitte. Genau, damit das Ding jetzt hier einfach nur kaputt geht. Nein! Dieses... nee, das probiere ich jetzt nicht nochmal. Dieses Level, weißt du? Evil Rope Swing? Kannst mich mal, Digga. Du kannst mich mal. So. Nee, das wollte ich eigentlich gar nicht anklicken. Hier, der Atlas LP Borthrow, den kenne ich sogar. Der hat eine coole Stimme. Heißt der Atlas LP auf YouTube. Der spielt auch hauptsächlich Happy Wheels, soweit ich das letzte Mal gesehen habe. Hatte auch mal ein Special von mir gemacht. Das hatte ich dann, weil ich gucke ja immer ganz gern nach Games, also nach Folgen, wo Paluten im Titel stehen. Und da hatte er auch ein Paluten-Special oder so gemacht. Und da ist, bevor wir sterben, noch der Victory. Bam. Auf jeden Fall hat eine coole Stimme. Könnt ihr ja gerne mal vorbeischauen. Ist auch noch relativ klein. Aber in Sachen Happy Wheels macht er das eigentlich echt gut. Vor allen Dingen hat er eine extrem pornöse Stimme. Meiner Meinung nach zumindest. Also eine gute. So, was haben wir denn jetzt hier noch? The Internet? Eine Demo vom Internet? Was ist da los? You are now entering the Internet. Dear player, I hope you die. Fuck you, grumpy cat. Das ist aber nicht nett. Trollololol. Okay, achso, der will das Internet ein bisschen zusammenfassen. Ja, passt ja. Weißt du, ein bisschen Trollololol, ein bisschen beleidigen, grumpy cat, passt eigentlich. Und dann machen wir doch ein bisschen move, bitch. Aber da fehlt doch definitiv was in diesem Board. Aber nun gut. Kriegen wir den Victory? Oder? Nein! Das... Wie viel Pech kann denn ein einzelner Mensch haben? Oh! Okay, warte.
Ja. Und jetzt fliege ich so ganz easy nach vorne. Spring auch einfach mal ab. Weißt du, wir sind ja ein richtiger Risk-Taker. Okay, wir hätten das. Wir hätten. Nee, komm. So, jetzt. Nach vorne. Und wir brauchen nur die richtige. Die richtige Stelle, wo wir hinspringen. Und da ist El Victory. Perfekt. King of Rope Swing? Nee, weil mit Rope Swings hatten wir heute schon genug. Ein schwerer Ballfall? Impossible Gravity? Almost Imp? Pogo Troll? Nee, warte mal, was ist denn Almost Imp? Ach so, Impossible! Ach so, da muss man mir auch sagen. Oh, komm schon. Wow! Ich lebe noch! Ich lebe! Ich bin jetzt gleich tot, wenn ich runterfall. Yep, ich bin tot. Ich glaube, es ist wirklich ziemlich. Jo, das ist richtig haarig. Das ist wirklich. Nein! Vor allem, wenn man so schnell ist, dann machen diese Arrow Guns richtig viel Schaden. Die sind schlimmer als ein Laserschwert. Oh Gott. Nein! Das war unnötig. Na komm. Jetzt. Der wichtigste Try ist. Ja! Komm, oh ja, nein, und da warten auch noch mal Harpunen. Ey, wir können wahrscheinlich noch eine gepflegte Dreiviertelstunde hier spielen, um dieses Level zu schaffen. Wenn man sich natürlich so doof anstellt, dann kann das natürlich ein bisschen länger dauern. Aber jetzt, oh, wir leben. Oh, die Harpune hat uns erwischt. Ich schwöre dir, komm. Ich will irgendwie nicht aufgeben, das macht teilweise einfach immer ein wenig süchtig. Oh Gott. Er lebt noch. Das kann was werden. Wir müssen nur die Harpunen überleben. Bitte! Das kann ja nicht wahr sein. Jawohl! Den. Harpunen! Jawohl! Und da ist der Victory, meine Damen und Herren. Und da haben wir es tatsächlich noch geschafft. Jawohl. Oh yeah. Ninja Attack! Squam! Ninja! Nein! Oh Gott! Ich bin... Oh nein! Jawohl, ich wollte schon gerade sagen, ich bin wahrscheinlich der erfolgloseste... Ich habe mich selbst getötet. Der erfolgloseste Ninja ever. Oh, warte, da ist der Ninja gerade umgekippt und liegt wie so eine Schildkröte auf dem Rücken so. Den. Oh yeah, Facebutt Attack. Wieso Facebutt? So, warte mal, was drücke ich denn hier? Oh yeah, ich hab mein Schwert. Okay, kein Problem. Der erste ist tot. Den zweiten... Oh, warte mal, ich lasse einfach mal los. Wow! Nein! Komm, dich nehme ich. Du kommst noch mit in Victory. Bam! Alter, das war noch eine nice Attacke. So, was haben wir hier? Carful? Was bedeutet Carful? Das ist kein Auto. Bro. Das ist definitiv kein Auto. Und es sieht auch sehr komisch aus, was unser Kollege da gerade macht. Jetzt haben wir kurz unseren einen Fuß verloren. Ich würd ganz gerne ins Ziel. So, komm schon. Jawohl. Bisschen noch. Und da ist doch der gute alte Victory. Und ich würde mal spontan sagen, dass es das für heute gewesen sein soll. Wir hatten meiner Meinung nach, fand ich die Level heute echt richtig, richtig schmackhaft. Und wir sind auch trotz dieser manchen Impossible-Level gut durchgekommen. Wenn es euch gefallen hat, Leute, lasst eine kleine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder bei einer weiteren Runde von Happy Wheels. Wahrscheinlich um... Ich weiß gar nicht, um wie viel Uhr ich jetzt immer Happy Wheels bringe. Weil ich ja Minecraft Galaxy immer um 14:30 bringe. Aber dann ist es wahrscheinlich, dass Happy Wheels um 16:30 kommt. Schauen wir mal. Kommt dieses Level gerade um 16:30? Vor allen Dingen, die Leute, die jetzt noch zugucken, sind ja wieder mal die Leute, die das Level wahrscheinlich ganz geguckt haben. Oder sie haben bis zum Ende geskippt. Ich höre jetzt auf zu labern, um die Folge unnötig in die Länge zu ziehen. Ich wünsche euch allen wie immer noch einen angenehmen Tag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.